Herzlich willkommen zurück bei Feuer und Filme und meiner Kritik zu Alien Romulus, der ab sofort in den deutschen Kinos zu sehen ist. Der Name verrät schon, es handelt sich dabei um den neuesten Eintrag ins Alien-Franchise, eines der berühmtesten Monster-Franchises überhaupt, das mit seinem ersten Film 1979 neue Maßstäbe im Science-Fiction-Horror gesetzt hat, der aber nicht unbedingt oder das nicht unbedingt immer die tollsten Sequels hatte, würde ich behaupten. Also das Alien-Franchise hat zwar einige Filme im Gepäck, aber davon sind nur die wenigsten in meinen Augen wirklich gelungen. Namentlich Alien und Aliens, der zweite Teil und auch Prometheus tatsächlich, das erste Prequel, fand ich gar nicht schlecht. Davon abgesehen war ich jetzt immer ein bisschen skeptisch, was die Alien-Teile anging. Ich habe immer Bock auf einen neuen Alien-Film, weil ich das Monster und die Welt und so weiter extrem vielversprechend und creepy finde, aber gerade Alien Covenant vor einigen Jahren hat mir wirklich, glaube ich, so jeden Enthusiasmus für die Alien-Reihe genommen. Jetzt allerdings mit Alien Romulus ist nicht mehr Ridley Scott am Hebel, sondern Fede Alvarez, ein Horrorregisseur, der sich zum Beispiel für das Evil Dead Remake verantwortlich gezeigt hat oder den sehr, sehr spannenden Film Don't Breathe. Ridley Scott produziert nur noch und dieses aus der Hand geben des Franchises in die Hände einer neuen Person, die ihren eigenen Stil und ihre eigenen Ideen gibt, die hat Alien Romulus verdammt gut getan. Alien Romulus spielt zwischen Alien und Aliens zeitlich und handelt von Rain und Andy, einem Geschwisterpaar, das auf einem Minenplaneten lebt und da ein ziemlich schlechtes Leben führt. Die Eltern sind vor langer Zeit schon gestorben an einer Lungenentzündung und so weiter. Und gemeinsam mit einer Gruppe von anderen recht jungen Leuten, die dort leben und arbeiten, planen sie ihren Ausbruch. Und zwar wollen sie ein paar Kryokapseln klauen von einem unbemannten Raumschiff, das irgendwo im Orbit kreist. Und als sie sich zu dieser Raumstation aufmachen, finden sie sehr schnell heraus, dass dort weit mehr haust als nur Kryokapseln. Trotz der sehr vielen Teile, die das Alien-Franchise hat, habe ich das Gefühl, sind die besten Filme immer die gewesen, die relativ simpel waren und sich da wirklich auf einen Aspekt konzentriert haben. Ja, Alien wirklich als sehr in sich geschlossener Horrorfilm mit einem Monster auf einer Raumstation gegen eine Protagonistin und so weiter. Aliens als etwas trashigerer Actionfilm, wo es mehr um Hurra und Ballaballa geht und so weiter. Aber gerade wie gesagt, die Prequels mit Covenant, Prometheus und so weiter inhaltlich haben sich immer übernommen. Ich hatte immer das Gefühl, das Alien-Franchise ist am besten, wenn du eben nicht versuchst, alles zu erklären, wo es herkommt, sondern im Gegenteil das Ganze ein bisschen mysterischer wirken zu lassen. Und das tut Fede Alvarez mit Alien Romulus auf jeden Fall. Der Film ist sehr, sehr, sehr konzentriert und deutlich, deutlich simpler, als es andere Filme in dem Franchise versucht haben zu sein. Und das ist extrem gut, finde ich, denn diese Simplizität, die Fede Alvarez hier in Sachen Story und auch Charaktere und so weiter mit reinbringt, das muss man schon sagen, gibt ihm halt die Möglichkeit, sich auf andere Versatzstücke umso mehr zu konzentrieren. Als Film, der zwischen Alien und Aliens spielt, orientiert er sich inszenatorisch sehr, sehr stark am Original. Also auch die Eröffnungsszene zum Beispiel ist die gleiche und so. Und sehr viele Referenzen und so weiter sind in diesem Film an Alien und Aliens drin insgesamt. Er macht es aber gut. Also gerade die Inszenierung ist unheimlich packend. Dieser Film sieht extrem hochwertig aus, ja. Das Ding hat wohl, soweit ich weiß, unter 100 Millionen gekostet und ich hätte das nicht gedacht, weil der Film auch mit großen Vistas arbeitet und so weiter und mir das Gefühl von einer absolut krassen Blockbuster-Hochproduktion gegeben hat, ja. Er nimmt nicht unbedingt das Pacing des ersten Teils auf. Der erste Alien ist ja sehr, sehr, sehr ruhig, verlässt sich auf sehr langsame Kameraeinstellungen und Kamerafahrten. Das hier ist schon ein Fede Alvarez-Film, das heißt, die Kamera fliegt durch die Gegend, fliegt durch die Gänge, da wird auf den Musikknopf geknallt, da passiert die ganze Zeit was. Das ist schon mehr ein Adrenalin-Action-Film, das ist nicht so sehr ein Horrorfilm. Aber die grundsätzliche Stimmung von dem Alien-Franchise in dieser Welt nimmt er sehr gelungen auf. Nachdem wir auf dem Minenplaneten eine kurze Zeit sind, befinden wir uns hauptsächlich auf einer Raumstation und er schafft es, diese Gänge, diese verschiedenen Aspekte des Raumschiffes, den Weltraum draußen frisch und neu zu inszenieren. Das ist für mich in den 2 Stunden Laufzeit auf jeden Fall nicht langweilig wurde. Das liegt auch daran, weil der Film es tatsächlich schafft, sich durch gute Ideen immer wieder zu toppen und so halt nicht schon recht früh sein Pulver verschießt, sag ich mal. Ja, die Action und so weiter geht nach locker einer knappen halben Stunde auf jeden Fall schon volle Kanne los mit einer ziemlich spannenden und cool gemachten Action-Szene. Und ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung beim Gucken so, verschießt der Film sein Pulver hier zu früh? Sehen wir hier nochmal etwas, was ähnlich interessant und spannend ist? Und der Film hat es in meinen Augen tatsächlich geschafft, immer
immer wieder Setpieces und Ideen für Action-Szenen und Spannungsmomente reinzubringen, die ich ziemlich cool fand. Es hat ein bisschen was, ich spoilere das hier natürlich nicht, ne? Aber es hat ein bisschen was von einem Videospiel, wo die Figuren so von Level zu Level springen und sich neuen Herausforderungen stellen müssen irgendwie. Aber die Idee teilweise, hier wird zum Beispiel dann mit Zero Gravity und so weiter gearbeitet, die sind ziemlich cool und die eskalieren auch immer und immer stärker. Ich hatte in den 2 Stunden nicht das Gefühl, dass der Film einen Drop im Pacing hat, sondern im Gegenteil, ich fand, er hat die Daumenschrauben sehr wirksam angezogen. Hinzu kommt, dass Fede Alvarez natürlich ein Händchen besitzt für Ekel und Horror in einer gewissen Form. Der Film hier ist nicht wirklich gruselig, er versucht es auch nicht so sehr zu sein, aber was er nach oben dreht, was das Alien-Franchise angeht, ist der Ekelfaktor. Und das finde ich gut, weil auch der erste Alien war richtig, richtig schön eklig. Ja, die Facehugger, die ganzen Designs sind ja krass widerlich. Und damit spielt der Film sehr, sehr, sehr gut in meinen Augen und das ist auch sehr wirksam eingesetzt. Das ist jetzt nicht der brutalste und gorigste Film aller Zeiten, den ihr irgendwie das Jahr sehen werdet. Er ist sogar ein bisschen zahmer, als man sich es bei Fede Alvarez erwarten könnte. Für mich waren die Gewaltspitzen aber immer gut und wirksam gesetzt. Das heißt, es hat mich jetzt nicht gestört, dass hier nicht ständig irgendwie Blut durch die Gegend schießt. Und was dem Film ebenfalls gut tut, ist, dass die Hauptfiguren, hier gespielt von Kaylee Spaney und David Johnson, eine insgesamt sehr gute Figur machen. Das sind keine sonderlich tiefen Charaktere, gerade die Gruppe der jungen Leute, da kann man schon recht schnell sehen, wer ist denn jetzt das Kanonenfutter und wer sind halt unsere Hauptfiguren, die es wahrscheinlich ein bisschen länger schaffen und so weiter. Aber die grundsätzliche Beziehung unter unseren beiden Protagonisten fand ich sehr spannend gemacht. Und die Darstellerinnen und Darsteller machen das gut. Die übertragen viel Angst, aber auch Fürsorge und Emotionen füreinander sehr glaubhaft. Also ja, das sind keine tiefgründigen Figuren, aber ich habe sehr schnell mit ihnen mitgefiebert und sehr schnell wollte ich, dass die es schaffen. Und für so eine Art von Film ist das halt essentiell. Das hat der Film gut gemacht. Umso investierter war ich, umso spannender fand ich die Setpieces und umso krasser fand ich dann einige Momente, wo es dann vielleicht nicht funktioniert. Am Ende gibt es für mich sehr wenig bei Alien Romulus zu meckern. Die Dinge, die mir nicht gefallen haben, sind im Großen und Ganzen Referenzen an die anderen Filme, die ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ich spoilere hier nicht, aber es gibt genau eine, die auch relativ zentral in dem Film ist, die auch mit CGI und so arbeitet, die man sich hätte sparen können. Ich weiß nicht, ob das was vom Studio war, dass die das unbedingt so haben wollten, aber die zieht den Film eher an einigen Stellen runter, weil sie nicht echt wirkt. Ja, also das, wie gesagt, das Setting von Alien Romulus, der Look und so weiter ist sehr stimmig. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, was ich hier sehe, ist echt und cool und passt zusammen. Die eine Sache nicht. Und das ist einer der Probleme gewesen. Aber darüber lässt sich gut hinwegschauen. Und vielleicht, dass der Film zwar durchaus einiges an Alien-Action besitzt, aber das Alien selbst gar nicht so viel zu sehen ist. Auch hier orientiert der Film sich am ersten Teil in manchen Bezügen. Das ist hier kein Aliens, wo hier ständig Aliens durch die Gegend fliegen. Das mag den einen oder anderen stören. Ich persönlich fand es okay. So würde ich Alien Romulus am Ende 7,5 von 10 Punkten geben. Für mich ist das ein simpler Spannungs-Horror-Science-Fiction-Thriller in seiner besten Form, ja. Es ist ein Film, der im Gegensatz zu Prometheus oder Alien Covenant nicht versucht, mehr aus dieser Mythologie zu machen, als vielleicht drin steckt, sondern der sich ganz klar auf ein relativ simples Setup konzentriert, das dem ersten und zweiten Alien-Film recht ähnlich ist und sich dann halt eben auf seine Stärken konzentriert, was Machart ist, was Einfallsreichtum ist bei Set-Pieces, was gute Schauspielerinnen und Schauspieler und ein ziemlich gut gemachter Ekelfaktor irgendwie angeht. Der Film ist sehr nah dran an den ersten beiden, das kann man ihm wahrscheinlich vorwerfen. Er hat dann doch noch ganz am Ende ein, zwei Ideen, die ihn eigen machen. Ich fand das gut, für mich hat das funktioniert. Ich sehe aber, dass das auf einer gewissen Trash-Ebene spielt, die vielleicht manchen Leuten nicht so gefällt. Ich fand das nett, weil ich fand, das Trashige oder gehört immer irgendwie auch zu den Alien-Filmen dazu. Aber ich glaube, da werden sich die Geister ein bisschen scheiden. Sonst ist das ein Film, den ich jeder Person ans Herz legen kann, die Bock auf einen spannenden, bisschen ekligen Alien-Film hat, von dem man sich jetzt nicht erwarten darf, dass er irgendwie neue Horizonte entdeckt oder sowas. Aber der das, was er halt macht, richtig gut macht und dabei halt auch einfach super geil aussieht. Auf der Leinwand diese Vistas, der Weltraum, ja, die Gänge, die Düsteren, das Raumschiff, das Licht, mit dem hier gespielt wird. Fede Alvarez packt hier
einfach richtig, richtig geil in die Inszenierungskiste und macht das richtig, richtig gut und vermittelt dabei ein Spannungs- und Adrenalin- und Dringlichkeitsgefühl, was diesem Franchise sehr gut tut. Für mich hat Alien Romulus das Franchise tatsächlich wiederbelebt. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann schreibt mir gerne in die Comments, wie es euch gefallen hat, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alien Romulus. Liked und subscribed gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Das hilft mir sehr. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche.